Hallo Sportsfreunde, so, jetzt sind jetzt 11 Tage vergangen nach dem Anfahren. Das Frostwetter haben wir hinter uns. Jetzt haben wir nasskaltes Wetter, aber richtig nasses Wetter mit so Nebel. Und das zieht natürlich auch in den Taubenschlag rein. Wie gesagt, hier ist keine Heizung. Und ich muss eigentlich einmal am Tag hier ein bisschen brennen, um das eigenermaßen trocken zu halten. Ja, wie ihr seht, sind die Tauben nach wie vor aber trotzdem gut drauf. Dieser Wetterwechsel macht ihnen natürlich nichts aus. Ja, im Moment sieht es so aus, dass von den 8 angepaarten Tauben, also den 8 Pärchen, 7 Paare gelegt haben. Probleme bereitet immer noch ein bisschen die Täubin, und zwar die 55, die letztes Jahr auch nur noch zum Schluss ein Ei gelegt hatte. Sieht aber so aus, als ob sie heute Abend legen würde. Mit den anderen Tauben bin ich eigentlich recht zufrieden. Die sind natürlich auch jünger. Und da kann man sagen, dass innerhalb von 3 Tagen, die erst nach 8 Tagen, und dann dauerte es noch 3 Tage und dann hatten sie die anderen 7 Pärchen alle Eier. Damit bin ich zufrieden. Da werde ich mal schauen nächste Woche, ob sie dann auch befruchtet sind. Ja, dort ist der Saisonstart eigentlich. Und dann gucken wir mal, was da nachher bei rauskommt. So, jetzt gucken wir uns mal noch die Nester an. Und die Tauben, die drauf sitzen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. So, jetzt sind 12 Tage vergangen. Ja, nach 12 Tagen hat meine letzte Täubin gelegt. Also die ersten nach 8 Tagen und die nächsten zwischen den 9. und 10. Tag war ich sehr mit zufrieden. Wir hatten ja doch eine ziemliche Kälteperiode. Ja, aber es haben jetzt alle gelegt und mein Sorgenkind war immer die 55. Und die 55 ist schon eine ältere Täubin. Die legt nicht mehr ganz so schnell und letztes Jahr in der letzten Brut auch nur ein Ei. Aber sie hat jetzt auch gelegt. Und das jetzt eben, wie gesagt, nach 12 Tagen. Sie ist mit dem Schimmel verpaart. Da wollte sie am Anfang nicht ganz so ran. Ist eben eine ältere mit einem jungen Vogel. Aber ich hoffe, dass die Eier befruchtet sind. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Tauben auf den Nestern an. Und dann gucken, schauen wir mal. So, können wir mal kurz reingucken. Das ist die 21. Ich nehme sie mal raus. Die 21, einer meiner besten Zuchttäuben in den letzten 2 Jahren. Die Jungen, die sie gegeben hat, haben alle super gereist. Ist eine sehr ruhige Täubin. Die legt schöne große Eier. Ja. Top in Schuss. Ihr seht auch am Hals, der Glanz. So müssen die Tauben jetzt dann auch aussehen. Jetzt werden sie dementsprechend versorgt. Etwas mit leichterem Futter. Ja, und dann schauen wir mal, wie das mit der Befruchtung ist und was wir da rauskriegen. Das ist die 21. Machen wir den Schwanz hoch. So, dann kommen wir jetzt zum 107. Das ist der 107. Ein super Vogel. Hat doch super gebaut. Ich mache da unter den Reisigzweigen immer ein bisschen Hobelspäne noch. Ja, gut geklappt. Er ist allerdings auch dieses Jahr wieder mit seiner Täubin zusammen vom letzten Jahr, der Hornschnabeltäubin. Auch 2 sehr schöne Eier. Ja, das sind schon Tauben, mit denen man vieles machen kann. So, das war ihm dann doch zu lang.
sitzt eine Täubin, die muss heute der zweite Ei legen. Ist einer aus der Elbingui-Schichte. Der ist also dieses Jahr ein Familienpart. Und hier unten, da kommt man nicht ganz so ran, da sitzt mein blauer Vogel mit einer Tochter vom 5 und der 21. Für mich ein traumhaftes Pärchen, zumindest vom Körperbau. Der Vogel hat auch ein 50er Auge, also richtig klasse. So, hier oben haben wir den Moledo. Also dieser Vogel ist von seinem Verhalten her, überzeugt mich der Vogel immer. Klasse ist diesmal ihr Paar mit einer Tochter oder einer Enkeltochter vom 101. Auch zwei tolle Eier. Geh mal rüber, der ist ein bisschen unsicher. Aber das ist natürlich ein Vogel, der kommt doch, wenn man ein bisschen weiter weggeht mit der Kamera, auch von der Zelle wieder raus und setzt sich auf die Eier. Also ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu dieser Taube. Von ihm erwarte ich eigentlich auch noch richtig was. Er hat zwei Tauben gebracht, die einmal in der Ukraine und auch in Spanien erfolgreich waren. So, da kommen wir bei den anderen Zellen nicht mehr ganz so gut dran. Hier sitzt der 101. Mit der Kutanche-Täubin, ebenfalls zwei Eier, hoffe ich auch, dass sie befruchtet sind. Das werden wir erst nächste Woche sehen. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Hier sitzt jetzt die 55. Und wie ihr seht, hat sie ein Ei und da hatte ich so meine Bedenken. Hier links oben sitzt noch mal eine Tochter vom 101. Verpaart ist sie mit dem 22. So, Sportsfreunde. Ja, Sportsfreunde, dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, viele Geschenke. Und das größte Geschenk ist eben die Gesundheit. Ja, dann sehen wir uns nach Weihnachten in einem kleinen Clip wieder. Und dann zeige ich auch die Tauben, die momentan noch fehlen, meine Neueinführung. Aber momentan gibt es ein bisschen Probleme mit dem Transport. Ja, schauen wir mal. Und tschüss.